Zwei Tage vor Start der Rallye-Weltmeisterschaft ist sie fertig, die Sprungschanze in Peilstein. Wochenlang haben Techniker getüftelt. Jetzt testet der 14-fache Rallye-Staatsmeister Raimund Baumschlager als erster. Beschleunigt sein Rennauto auf über 100 km/h und landet sanft am Boden. Eigentlich geht der Sprung weiter, wie was ich mir gedacht habe. Weil beim ersten Mal habe ich gedacht, ja, es wird so ein Hupferl werden mit 6-7 Meter. Tatsächlich war es weiter. Bin aber noch nicht viel drüber gefahren. Also das heißt, wenn ich wirklich viel drüber fahre, springe ich sicher 20 Meter, 20,5. Und dann kommen noch die WRC1-Autos. Der kommt um 10 km/h schneller her, springt wahrscheinlich nur um 5-6 Meter weiter. Nach dem Sprung die Diskussion. Die Veranstalter beraten sich mit Raimund Baumschlager. Geht es oder geht es nicht? Dann gibt es grünes Licht und weitere Versuche mit noch höherer Geschwindigkeit. Einfach drüber fahren spielt es aber nicht. Das heißt, wenn du jetzt da zum Beispiel beim Wegspringen vom Gas gehst, fällt er so wie beim Motocrosser, ja, der lenkt ja teilweise mit der Bremse und mit dem Gas geben in der Luft, wenn er springt. Ne? So ist beim Auto auch, gehst weg vom Gas, dann fällt er die Front da, das Heck geht nach oben und dann landest du vorne auf der Schnauze. Am Samstag können tausende Zuschauer hier in der Fanzone Peilstein den schnellsten Rallye-Piloten der Welt beim Hüpfen zusehen. Spektakulär für die Zuschauer. Das wird, glaube ich, ein Riesenhighlight von der ganzen Weltmeisterschaft. Das wollen die Leute sehen. Die wollen wissen, wie weit das geht und was da passiert. Also das wird sicher mega. Die Schanze besteht aus Beton und einem Eisenverbau, wiegt insgesamt 6,5 Tonnen. Ganz wichtig ist natürlich mal die Statik. Wir dürfen uns da keine Blöße nicht geben, dass da irgendwas kaputt geht oder bricht. Dadurch sind auch vorne bei der Anfahrt Stahlplatten installiert worden. Weil einen Beton kann man ja nicht auf null ausrennen lassen, der würde brechen. Jetzt gibt es da Stahlplatten. Für Straßen-Pkw würde so ein Sprung fatal enden. Ich glaube, wenn du mit dem Straßenauto so drüber springst, sind deine Stoßdämpfer in der Unterboden kaputt und es werden wahrscheinlich Tradl in die Kotflügel drinnen ausstehen. Am Donnerstag startet die Central European Rally in Prag. Am Samstag und Sonntag sind die Sonderprüfungen im Innviertel und im Mühlviertel. Dann müssen die Fahrer auch über diese Schanze springen, bis zu 30 Meter. Für den Weitesten gibt es am Sonntag bei der Siegerehrung in Passau sogar einen echten Peilstein.